Hallo, grüß euch, David Franz wieder da mit am neuen YouTube-Video. Heute wird eher ein Vlog-Style-Video. Einmal schauen, was ich heute tagsüber mache. Anfangen tun wir mit einem Workout, weil der Bart wird immer länger. Müssen natürlich auch tendenziell die Muskeln dazu wachsen. Workout, let's go! Bizeps. And I really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I might rent the Lambo and go drive it like it's stolen. I've been living wild, I'm just going through the motions. Stumbling out the Uber, grab my... So, kurz, Muskelaufbau, einmal eins. Der Großteil von euch wird es wissen. Aber grundsätzlich sagt man, Muskelmasse aufbauen, 10 bis 12 Wiederholungen. Gute Intensität, 3 Sätze, also 3x 12 Wiederholungen. Seid ihr komplette Anfänger, fangt gerade an und wollt Muskeln aufbauen, reichen oft schon 2 Sätze mit 10 bis 12 Wiederholungen. Grundsätzlich sagt man 8 bis 12 Wiederholungen. Von meiner Erfahrung her, 10 bis 12 ist eher der Idealfall. Gute Intensität, ca. 80-85% von euch am Maximalgewicht. Dabei ist nur, man kommt natürlich darauf an, wie oft ihr in der Woche trainiert, aber zu viel Gewicht ist auch nicht gut. Das heißt, wenn ich die 12 Wiederholungen gerade außerbringe und dann wirklich keinen mehr schaffe, dann ist das so intensiv für den Muskel, dass ich einfach viel länger brauche zum Regenerieren. Das heißt, ich muss länger Pause machen zwischen dem Training und dem nächsten Training, das dann ansteht. Wenn ihr jetzt zweimal in der Woche trainiert, wird das wahrscheinlich nicht das Problem sein. Außer ihr seid wirklich komplette Anfänger, dann würde ich gar nicht bis zum wirklich zur Ausbelastung gehen. Das würde ich mal weglassen, weil euer Körper braucht einfach nur extrem lang, bis er sich regeneriert. Seid ihr schon fortgeschrittener? Reichen manchmal die 3x10 bis 12 nimmer. Wenn ihr merkt, okay, ihr habt ein Plateau erreicht, ihr steht's an, dann nehmt entweder mehr Gewicht oder im Idealfall nehmt nur einen Satz dazu. Also statt 3 Sätze macht's 4 Sätze und dann werdet ihr sehen, wird gleich wieder viel mehr weitergehen. Probiert's das aus? Ich mach weiter. Ich fange jetzt wieder an, natürlich mit 3 Sätze. In Corona trainiere ich nur sporadisch, besonders mit Gewicht. Das ist schwierig, weil ich nicht ins Gym kann. Ich mag auch nicht jeden Tag bei mir daheim trainieren. Das ist ein bisschen im Arbeitszimmer, wo ich arbeite, wo ich viel vor dem Computer sitze. Dann mag ich nicht meine Workouts auch noch unbedingt da machen. Aber zurzeit muss es halt einfach sein. Deswegen habe ich relativ viel Equipment herinnen. Habt ihr gesehen, ich habe eine Langhantel da, ich habe Gewichte da, ich habe Kettlebells, ich habe eine SZ-Stange und so weiter. Ich habe wirklich alles daheim, was man für ein Workout braucht. Aber ich kann mich nicht immer motivieren da daheim. Es ist völlig in Ordnung. Jetzt draußen, so wie wir es letztes Mal gemacht haben, der Erik und ich waren auf der Donaulände, haben Speed und Koordination gemacht, haben Football dazu genommen, immer noch an einer Laufübung, haben einen Pass geworfen. Macht halt einfach viel mehr Spaß. Wenn ihr euch das Video anschauen wollt, Link ist da oder in der Videobeschreibung. Ja, genau. Und ich höre nur mit Musik mit meinen Kopfhörern, damit ich eben dazwischen da reden kann und nicht immer die Musik abdrehen muss. Ja, also grundsätzlich könnt ihr euch merken, wollt ihr Masse, macht 10 bis 12 Wiederholungen. So viel Gewicht, ich hätte gesagt, lasst mal 2 Reps im Tank. Das heißt, wenn ihr die 12 Wiederholungen gemacht habt, dann sollten vielleicht nur 2 gehen. Oder wenn es bei 10 schon ansteht und euch denkt, okay, jetzt gegangen, gerade heute nur 2, dann stoppt es bei 10, lasst ein bisschen was im Tank, eure Muskeln werden es euch danken, wenn es nicht komplett übertreibt, natürlich die Intensität muss passen, aber wir wollen auch nicht jedes Mal den Muskel komplett leer machen, sonst ist einfach die Regenerationsphase zu lang und das steht halt nicht dafür, wenn wir öfter in der Woche trainieren wollen. Wir wollen das restliche Leben auch noch genießen, brauchen nicht immer einen komplett argen Muskelkater, es reicht wirklich, wenn es bis knapp vor die Grenze geht, aber wirklich nicht weniger, weniger ist schlecht, aber zu viel ist eben auch nicht gut. Jetzt mache ich weiter mit meinem Workout, genug geplappert. So, noch was hätte ich fast vergessen. Pausenzeit zwischen die Sätze. Ihr sollt wieder so weit regeneriert sein, dass ihr mit demselben Gewicht dieselbe Anzahl von Wiederholungen schafft. Rein für den Muskelaufbau jetzt gesehen. Gibt andere Situationen natürlich auch, wo man das dann nicht unbedingt haben will, dass man komplett regeneriert ist. Aber rein für den Muskelaufbau, schaut, dass wirklich so lange Pause macht, dass ihr mit demselben Gewicht dieselbe Wiederholungsanzahl schafft. Dann fahrt's gut für den Muskelaufbau. Und jetzt machen wir eine Übung für die Traps.
Let's go. Ballpoint. Hey, 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 hey. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's Rodman. Tyson with the fade, not the air, my hands rockin'. When I link with Ballpoint, you know it's knock, 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 knockin'. Sorry, ich bin jetzt fertig mit meinem Training, es war nicht ideal. Ich habe leider nicht mehr Zeit, aber gemacht habe ich was. Sehr wichtig, dass man jeden Tag was tut. Ich werde mich am Abend noch mal eine Stunde aufs Radl setzen. Das mache ich jetzt fast jeden Tag, weil ich gerade am Abnehmen bin. Ich möchte ein bisschen leaner werden. Ich tue auch Macros zählen. Also sollte euch das interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir rein. Wir sehen uns dann später. Ciao dabei. So, es ist schon wieder ewig her, dass ich was in die Kamera reingesagt habe. Aber es ist Abend, draußen ist finster. Jetzt ist Zeit, dass ich mich aufs Radl hocke. Zumindest eine Stunde. Gestern war ich motiviert, war ich 80 Minuten drauf. Habe ich, glaube ich, seit 3 Jahren schon nicht mehr gemacht. Aber jetzt setze ich mich aufs Radl. Danach werde ich was kochen. Let's go! Why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up. So, dann mit dem Radfahren bin ich jetzt auch noch fertig. Es war ein sehr produktiver Tag. Am Vormittag habe ich ein Workout gemacht. Zum Mittag habe ich, nur ein Training gehabt. Mit den Hunden war ich nicht mehr spazieren. Das hole ich aber morgen noch. Jetzt haue ich mich unter die Duschen und dann mache ich mir was zum Essen. Fleisch mit Gemüse und Salat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch nur einen wunderschönen Abend, Mittag, Nachmittag, wie spät es auch immer ist, wenn ihr das Video anschaut. Bei mir ist jetzt Abend, nach dem Essen wird dann gefernseht und dann ab ins Bett und morgen ist er wieder von vorne. Peace!